Willkommen zurück bei Far Lone Sales. Ja, wir sind in dieser Industriehalle oder ehemaliges Kreuzfahrtschiff angekommen. Sind hier mit dem Aufzug hochgefahren, aber hier oben sieht es halt so ein bisschen nach, was heißt Kreuzfahrt? Für Kreuzfahrt sieht das ein bisschen zu grau und trist aus, aber vielleicht ein größeres Schiff auf jeden Fall mal gewesen. Und da oben, das sieht mir so nach Kabinen aus. Oh, ich habe eine Idee. Dann stellen wir erstmal hier rein. Nehmen wir mal unser Fahrzeug ein bisschen zurück, denn da oben ist die... hängt so ein bisschen ein Stück von diesem Gang runter. Können wir doch sicherlich hochklettern. Von unserem Fahrzeug aus. Habt ihr es gemerkt? Ich habe nicht Schiff gesagt. So. Ja, mein Verdacht scheint sich zu bestätigen. Es sieht mir sehr nach Kabinentüren aus. Naja, und da scheint es noch weiter zu gehen. Ich bin gerade extra nochmal zurückgegangen, weil das hier oben, das scheint mir so eine Klappe zu sein, die dann zufällt, wenn wir durchgehen. Hatten wir schon mal. Ja, genau, und dann kommen wir nämlich nicht mehr runter. Deswegen wollte ich erstmal unten geguckt haben. Eine Glocke. Den ganzen Weg für eine Glocke? Hm. Okay. Interessant. Was ist hier unten zu sehen? Können wir hier rein? Ups. Ja, das sah von oben so ein bisschen aus wie ein Sarg. Jan Henriksson. Okay. Damit hätten wir da womöglich rübergemusst. Also beim Fallen direkt rechts rüberlenken und dann über den Sarg drüber fliegen. Hm. Das sieht doch irgendwie ein bisschen aus wie unser Fahrzeug. Das hier auf jeden Fall. Und das hier scheint aber irgendwie was anderes zu sein. Was ist das? Vielleicht das Ding, in dem wir uns befinden? Dann ist das so eine Art Schiff auf Beinen? Wir kommen hier nicht rüber. Oh, warte mal. Doch. Wir nehmen den Kanister. Stellen den da hin. Da können wir nämlich drauf. Wir nehmen natürlich unsere Glocke mit, die wir gefunden haben. Ja, das ist ja sehr interessant. Die Geschichte, das scheint so, als wenn dieses Gerät
das ja irgendwie unser Auto zu sein scheint. Von Vater und Sohn gebaut vielleicht. Und Sohn ist hier mit der roten Krawatte gekennzeichnet. Ja, das hat er dann weiterentwickelt. Den Plan gemacht und hat dann dieses Ding geschaffen und ja. Hier liegt er nun und ruht in seiner eigenen Erfindung. Guck mal, da unten ist sogar so ein Tank zu sehen. Ganz ähnlich wie bei unserem Gefährt. Der verbraucht sich aber ziemlich zügig. Ja, da ist dann auch schon Schluss mit unserem Ausflug, so wie mir scheint. Oh, war ja da hinten brennt es nicht gut. Muss ich mich entscheiden. Glocke oder Kanister? Ich nehme natürlich den Kanister mit. Gut, man könnte sich natürlich jetzt die Frage stellen, wie schlau ist es mit so einem Fass voller brennbarem was auch immer Richtung Feuer zu laufen. Wir leisten hier mal schnell erste Hilfe. Und mit schnell meine ich sehr langsam. So. Oh, nein, einer. Bums. Oh, verdammt. Können wir das hier vielleicht zum Einsturz bringen? Hat ja gerade schon mal so verdächtig nachgegeben. Zurück. Lalü, 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 lalü. Au, 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 au. Ja, okay, das war nicht so gut. Ein bisschen viel gewollt. Ja, dann geh schon runter da. Es hat aber funktioniert. Also wir haben es gelöscht. Bisschen mehr Geduld, ja, siehst du mal. So, zack. Einer von unseren Kanistern ist runtergefallen. Nicht so schlimm. Thank you.
Aha. Ich frag mich halt nur gerade. Dann einklappen. Ah, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich müssen wir den... Habe ich nicht vorhin gesagt, man braucht diese Winden nicht so häufig? War mal wieder schlau von mir. Hier so hoch? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das könnte klappen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Okay. Gut, aber jetzt fehlt mir trotzdem noch einer. Und hier hinten noch einen? Ich finde auf jeden Fall einen Knopf. Jetzt wieder in Bewegung? Kann das wohl? Naja, wir haben auch wieder Sprit mehr hier drin. Aber trotzdem sehe ich mich mit dem Problem mit diesem... Mit diesem Hindernis da. Hm. Ist der Sprit auch mehr aufgebraucht? Vielleicht geht dann diese Klappe nicht auf? Nö, hm. Ah, okay. Kasten zwar verschieben, aber nicht mitnehmen. Den kann ich auch verschieben. Kann ich ihn hinschieben? Bringt mir das was? Kann ich ihn hier hinschieben? Da kriege ich ihn ja so nicht hoch. Hm.
Echt mein Schleppseil so lang? Ach Mann. Wenn ich jetzt das nehme, mich hier runterlassen. Tatsächlich, ist leicht lang zu lang. Ja, super. Können wir das doch damit hochholen? Das hätte ich fast schon wieder vergessen zu springen, Mensch. So, rein da. Hervorragend. Mir das jetzt etwas dynamischer vorgestellt. Ja, genau, jetzt müssen wir hier hinten den Knopf aktivieren. Vorrat haben wir ja noch. Natürlich ein bisschen unglücklich, wir sehen nicht so richtig, wo wir hinfahren. Außer man geht jetzt den ganzen Weg wieder nach oben. Da können wir gar nicht mehr hoch. Oder die Fahrstuhl. Oder unser Fahrzeug. Hoppla! Na gut, dann werden wir mal das Fahrzeug, Schiff, wie auch immer, von dem Herrn Henriksson verlassen. Vielleicht sind wir ja auch ein Erbe des Herrn Henrikssons. Denn das Fahrzeug, was sie zuerst gebaut haben, hat ja doch eine gewisse Ähnlichkeit mit unserem Gerät hier. Vielleicht sollten wir mal Staubsauger einschalten, falls wir da gleich was finden. Thank you.
Oha, oha. Oha. Nicht gut, Vulkanausbruch. Aber wir haben Wind. Der Wind bringt uns hoffentlich voran. Vielleicht sollen wir noch schneller fahren. Die Geschwindigkeitsanzeige ist schon echt am absoluten Maximum. Ich sehe auch nicht mehr viel. Oh, da oben brennt's, da oben brennt's. Vielleicht hätten wir doch ein bisschen langsamer machen sollen. Diese Rumpelkammer. Den können wir mal mitnehmen. Das ist ja einfach nur ein Spritkanister. Gut, okay, dann versuchen wir es jetzt mal etwas gemächlicher. Verdammt, 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 verdammt. Zu langsam. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben ja nun wirklich genug Zeugs hier. Da wir jetzt ja schon wissen, dass gleich was passiert, können wir ja schon mal den Wasserschlauch mitnehmen. Den runterfallenden Brocken, wie viel Wasser haben wir eigentlich an Bord, frage ich mich. Mit den runterfallenden Brocken ist man halt schon geneigt, jetzt schnell, schnell und weg hier. Das hat jetzt auch nicht funktioniert. Bin ich ja doch ein bisschen irritiert. Waren wir am Ende nicht schnell genug? Also ich hatte das Gefühl, im ersten Versuch sind wir schon weitergekommen. Ich hatte mir einfach bloß Pech. War der Ansatz schon schnell wegzukommen.
Okay, das war also scheinbar auch nicht so. Doch. Oh Gott. Nein! Unser Schiff. Fahrzeug. Gerät. Verdammt. Tja, dann also ein bisschen ist ja noch im Tank drin. Der Auffüller ist natürlich jetzt hinüber. Also wir können, also selbst wenn wir diese jetzt hier mitnehmen würden, können wir nichts mehr mit anfangen. Denn das Befüllungssystem ist ja von, kam ja von hinten. Reparieren können wir es auch nicht mehr, weil die Lötpistole verloren gegangen ist. Gut, aber es kann ja jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein, jetzt hier das Schiff zu ziehen. Oder hätten wir doch da rein nochmal gekonnt. Das geht nicht. Geht auch nicht. Hat halt irgendwie jetzt gerade so die den Ansatz. Oh. Hier nochmal irgendwie hoch und die sich den Lötkolben holen. Die Lötpistole holen und dann vielleicht zumindest den Hauptantriebsknopf zu reparieren. Also ein bisschen rollt es ja noch. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal darauf, dass wir es gleich ein kleines Stückchen abschüssig haben. Oder der Wind noch mal stärker wird. Ja,
halt schön, wenn ein bisschen vorwarnt, ihr das abreißt. Weil das Ding auch noch rückwärts. Fahne sagt zwar schon, dass der Wind von hinten kommt, also es müsste uns dahingehend ja unterstützen. Ach, das war nicht richtig ausgeklappt. Oh Mann. Und ich versuche hier den Johnny Depp in Fluch der Karibik 3 zu machen und zieh mein Schiff hier über den endlosen Strand. Tja, wir sind angekommen. Verdammt! Ich kann nicht zurück. Ich wollte eigentlich ins Schiff gehen und meinen Koffer holen. Mist. Das Ding zufällig Auto gespeichert? Naja, ich hätte jetzt meinen Koffer noch geholt oder meinen Briefkasten. Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Ach, da müssen wir was reintun. Deswegen ist hier ja auch was. Ein Signalfeuer. Tja, dann hoffen wir mal, dass wir abgeholt werden. Oder so. Denn so endet unser Abenteuer. Im offenen Ende. Es ist doch erstaunlich, wie viel man vergisst, wenn man so ein Spiel halt einfach nur einmal durchgezogen hat und ewig ruhen lässt. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder im Setting drin irgendwie und freue mich total auf das auf den Release von dem geistigen Nachfolger. Ich weiß nicht, wie nachfolgerig das wirklich wird. Es gab ja schon eine Demo zu spielen, die habe ich nicht gespielt. Und ich habe mir auch nichts angeguckt oder durchgelesen oder so, weil ich mich überraschen lassen wollte.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der zweite Teil genau hier beginnt. Vielleicht, dass ein Schiff kommt und uns hier abholt. Ein unbemanntes Schiff, das dann durch uns bemannt wird und ähnlich wie unser Fahrzeug uns dann weiter trägt. Oder ob es vielleicht eine ganz eigene Geschichte erzählt, das weiß ich nicht. Und bin aber sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet dann wieder ein. Tja, und wie in den anderen Folgen bereits erwähnt, solltet ihr eingeschlafen sein, wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.